Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Im Anschluss gibt es noch einen wichtigen Tipp für Ihren Alltag. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Karriere. Es kann sein, dass Sie sich in Arbeit verzetteln, die Ihnen heute nicht gerade zusagt. Versuchen Sie, so viel wie möglich an Leute zu delegieren, die diese Arbeit effizienter erledigen können als Sie. Es hat keinen Sinn, einen Kampf zu führen, der nicht zu bewältigen ist. Ihre Zeit ist zu wertvoll. Gesundheit. Vielleicht müssen Sie den Glanz für eine Weile auf Eis legen, und das ist auch in Ordnung. Sie wollen gar nicht so sehr im Rampenlicht stehen, wie man Ihnen nachsagt. Sie müssen sich vielmehr auf eine Art und Weise auf sich selbst konzentrieren, die den Druck von Ihrem äußeren Ich nimmt und ihn auf Ihr inneres Ich lenkt. Nehmen Sie zum Beispiel das Essen. Es geht direkt in Ihr Inneres und beeinflusst daher, wie Sie denken und fühlen. Legen Sie den Fokus auf Ihre gesunde Ernährung. Liebe. Es herrscht eine sehr angenehme Atmosphäre, die es leichter macht, auszugehen und Kontakte zu knüpfen, wo immer das möglich ist, denn die Menschen sind sehr offen dafür, andere zu treffen und in einer sicheren Umgebung über sich selbst, ihr Leben, ihre Freuden und Sorgen zu sprechen. Die Planetenenergie bringt einen Hauch von Romantik mit sich, auch wenn es wahrscheinlich nicht sofort zu leidenschaftlichen Begegnungen kommen wird, vor allem, wenn Sie sich gerade erst kennengelernt haben. Aber lassen Sie dem Ganzen Zeit. Jetzt noch ein kleiner Tipp für Ihren Alltag. Lernen Sie, sich von den Worten anderer nicht beeindrucken zu lassen. Die meisten Menschen regen sich sehr auf, wenn sie von anderen negativ beschimpft werden, aber es gibt einen einfachen Trick, dies zu überwinden. Wenn ich zu Ihnen käme und Sie einen Feuerhydranten nennen würde, wären Sie dann verärgert? Nein, natürlich nicht. Natürlich sind Sie kein Hydrant, Sie sind ein Mensch. Dasselbe Konzept gilt, wenn jemand Sie als etwas bezeichnet, von dem Sie wissen, dass Sie es nicht sind. Derjenige ist dumm, wenn er so etwas sagt, warum sollten Sie also mit einer solchen Wut reagieren? Die einzige Ausnahme ist, wenn jemand Sie etwas nennt, das wahr ist. In diesem Fall sollten Sie demjenigen dafür danken, dass er Sie auf eine Schwäche aufmerksam gemacht hat, an der Sie nun arbeiten können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Familie. Hinterlassen Sie auch gerne einen Kommentar. Schauen Sie morgen wieder für Ihr neues Horoskop vorbei. Bis bald.